Also Waltraud Kucher lebt in Wien und ist Licht- und Medienkünstlerin mit wissenschaftlichem Background. Sie studierte Mathematik und theoretische Physik und danach Kunst in Wien und Paris, in Santa Barbara, in Lissabon und Frankfurt. Waltraud Kucher war in den Jahren 86 und 95 Teilnehmerin an der Biennale in Venedig. Ihre mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden in international bedeutenden Museen und Galerien gezeigt. Ursprünglich aus der Mathematik und Physik kommend, hat Waltraud Kucher ihren Formelkanon und Verfahrensweise sukzessiv auch als Inspirationsquelle ihrer künstlerischen Gestaltung entdeckt. Sie hat diese adaptiert und sich als eigenes Instrumentarium der Formgebung neu angeeignet. Als eine Künstlerin, die sich schon sehr früh mit digitalen Technologien und alternativen Kommunikationsstrategien vertraut gemacht hat, hat sich Waltraud Kucher dann auch sukzessive von traditionellen Arbeitsweisen und Denkkonventionen des Kunstbetriebes losgelöst. Ihre Arbeit umfasst ein breites Spektrum künstlerischen Gestalten, das sich von Klang, von Raum und Videoinstallationen über Performance und Animation bis zu groß angelegten Projekten im öffentlichen Raum erstreckt. Liebe Frau Kucher, liebe Waltraud, über den Regenbogen und anderes sprichst du besser selbst. Gern übergebe ich das Wort an dich und freue mich auf einen Einblick in dein künstlerisches Schaffen. Verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich, möchte mich nochmals für die schöne Einladung bedanken und auch für die wunderbare Vorstellung. Zunächst ein kleiner Überblick. Und ich habe, um etwas Objektivität in meinen Vortrag zu bringen, mich einer Laudatio von Heiner Hagebörling bedient, die sie eben im Zuge einer Titelverleihung gemacht hat. Und seit meiner Arbeit mit Licht zu Beginn der 80er Jahre, das ist ein Konzerthaus in Linz, wollte ich einen völlig neu zu denken und zu erkundenden Bereich, der den Dialog zwischen den Künsten und der sich beschleunigenden technischen Bewegung geradezu herausforderte und auch herstellte, materiell wie immateriell mit poetischer Kraft erfüllen. Poesie finde ich eine unserer ganz wichtigen Möglichkeiten, die wir als Künstler haben. Also meine Ausbildung als Mathematikerin und Physikerin, worauf schon hingewiesen wurde, einerseits eben und als Künstlerin andererseits, die haben natürlich gute Voraussetzungen geboten für eine Synthese aus analytischem Sachverstand und künstlerischem Schaffenswunsch. Also, und zwar um eben kreative Energien in diesem Sinne zu entwickeln. Ja, und als Mathematikerin wollte ich in meinen Kunstobjekten und in meinen Arbeiten generell ein geometrisch orientiertes Formenvokabular verwenden. Geometrie ist natürlich immer die Liebe auch einer Mathematikerin. Und häufig habe ich dafür auch mathematische Zahlenreihen und Konstruktionen verwendet. Zum Beispiel hier der Friedenspreis für die Universität Wien ist rein aus solchen Überlegungen her entstanden. Und natürlich gerade als Mathematikerin ist eine Klarheit gestalterische Reduktion auf das Wesentliche. In der Mathematik sieht man immer ab von allem, was nicht zu der wichtigen Aussage eben beiträgt. Und in diesem
Sinn waren das Voraussetzungen, um neue Strukturen zu definieren und auch Sichtweisen zu verändern. Und das Überschreiten tradierter Grenzziehungen zwischen verschiedenen Künsten, auch zwischen den verschiedenen Wissenskulturen, eben Wissenschaft und Kunst, das ist ja seit der Gründung des Bauhauses bereits programmatisch in die künstlerische Reflexion und Arbeit einkodiert. Ja, Interdisziplinarität, Transmedialität, die kennzeichnen heute das sprachenübergreifende Zusammenwirken verschiedenster Wissens- und Aktionsbereiche, auch in der Kunst. Und in diesem Sinne ist meine Arbeit gewissermaßen genetisch angelegt, denn die Grenzüberschreitung zum Beispiel von der Mathematik zur Kunst und in ganz vielen Bereichen war immer eine Folge von mir. Hat mich natürlich auch immer fasziniert. Ja, ein besonderes Anliegen dabei ist natürlich auch, wenn ich schon sehr formal arbeite, dass sich die Kunst nicht darin dann erschöpft, sondern es geht in erster Linie natürlich auch um die Begegnung mit anderen Künsten, wie das Erfolg werde ich dann gleich zeigen, indem mir gewissermaßen vertrauten Naturwissenschaften dann auch mit den uns umgebenden Räumen, mit dem Raum an sich, was sich speziell bei den Arbeiten mit Architektur zeigen wird, und letzten Endes in erster Linie mit Menschen und Kulturen. Das ist eine Arbeit, die dann noch später genauer beschrieben wird. Ja, bei mir beginnt natürlich in diesem Sinne auch die Kunst dann damit, also mit der Frage, wie übersetze ich diese Phänomene in ästhetische Systeme und versuche einen reichen Kanon an Transfermöglichkeiten, an Spiel, an Interaktion, Intervention und Trans- und Umkundierungsprozessen und symbolischen Übertragungen zu finden. Wie genau, werde ich dann in Kürze an den Beispielen zeigen. Ja, und alle meine künstlerischen Interessen sind zum Großteil in zwei Werkgruppen geteilt, wobei nebenan noch natürlich jede Menge andere Details zu finden sind. Das eine ist digitale Poesie, das andere ist die Werkgruppe Regenbogen oder Regenbogen-Trilogie und die zugleich auch das künstlerische Anliegen und die damit einhergehenden Methoden definieren. Ja, die Werkgruppe Digitale Poesie, das beinhaltet einerseits mein Interesse an breiter Öffentlichkeit, an breiter künstlerischer Offenheit, verschiedene künstlerische Ausdrucksformen, musikalisch, visuell, sprachlich, werden direkt über den Computer verbunden und in Beziehung gesetzt und oftmals und sehr häufig werden die Kunstwerke erst durch die spielerische Interaktion durch den Besucher in Bewegung gesetzt. Und damit ist ja auch die Verlebendigung dieser Objekte eine wesentliche Eigenschaft. Wieder hier das Kerze, das ist übrigens meine Tochter. Also, auch ein sehr typisches und auch recht komplexes Objekt aus dieser Schaffensperiode, das Scherzo. Scherzo ist auch ein musikalischer Satz und es handelt sich um ein Klavier. Übrigens war das ein Auftragswerk der Arsenikonis Berlins und Arte Elektronica Camerino. Und da ging es in erster Linie darum, diesen lebhaften, spielerischen Geist in den Vordergrund zu setzen. Und das ist einerseits eine Weiterentwicklung des Farbenklaviers von Scriabin,
und des präparierten Klaviers von John Cage. Jeder Taste des Scherzos ist eine Neonröhre zugeordnet in einer bestimmten Farbe und anstelle der Saiten ein musikalisches Element, ein Klangereignis von kurzer Dauer und komponiert wurden diese Fragmente von Anestis Logothetis, Wien. Also, jetzt weiter. Ja, hier sieht man ganz deutlich, es handelt sich um ein Klavier. Der Betrachter oder der Mitspieler sozusagen setzt sich ans Klavier und hört nicht die Einzeltöne, sondern eben die vorgefundenen Kompositionen und schafft daraus seine eigene Komposition. Jedes Stück ist eine eigene Komposition. Jeder Betrachter des Kunstwerkes schafft wiederum eigenständige Kompositionen. Also hier eben der Rückgriff auf ein tradiertes Instrument, ein Klavier und einen bekannten Gestus, eben das Klavierspielen. Aber dieses musikalische Ereignis, das mit den visuellen Reizen einhergeht, ist ja weitaus komplexer als die Einzeltöne des sonst bekannten Klaviers. Und aufbauend auf ein übliches Interface ergibt sich hier eine interdimensionale Klangskulptur. Der visuelle und auditive Plastizität eben durch den Eingriff des Benutzers hervorgerufen wird. Und jeder, wie gesagt, schafft seine eigene Komposition. Ein weiteres Stück, weitere Arbeit in diesem spielerischen Sinn, der aber natürlich geschaffen wird durch einen komplexen technischen Hintergrund, ist das interaktive Drehen, Werfen, Verlegen, Spielen mit diesen speziell angefertigten Stäben auf einer Tischplatte, die mit Sensoren nach Klangerzeugnisse erzeugen durch ihr Spiel. Und so wieder, jedes Spiel ist praktisch wieder eine eigene Komposition. Also eine adaptorische Vorgangsweise und eine unerschöpfliche, eben wie gesagt, adaptorische Reihung. Das sind die hier verschiedenen Stäbe, die sowohl ästhetischen wie auch technischen Ansprüchen natürlich genügen. Und dieses Mikado, also angelehnt an ein tradiertes Spiel, ging es mir darum, mit Hilfe der hier verwendeten Technik eben eine Klangskulptur mit hohem Interaktionswert zu entwickeln. Und wie man sieht, Kunst darf Spaß machen und darf spielerische Momente aufnehmen. Und ich muss sagen, das Klangmikado hat sich auch große Beliebtheit erfreut und der Weg führte über den halben Globus bis ins Bronzemuseum New York. Ja, die nächste Arbeit, die diesen doch auch verwandt ist, ist die Lichtflotte. Die wurde für Abdrückung der Biennale Venedig 1995 entwickelt und sie definiert die venezianische Lagune zum Kunstraum. Und vor der Insel San Servolo, da lag eben die Lichtflotte vor Anker. Es sind 25 im Gewirr angeordnete Aluminiumflosse von je 2x2 Quadratmetern
und die über Lichtmasten in Grün und Blau die Selbstbenennung Licht in den primären Zahlengrund übersetzen und dann damit eine Transformation von Schrift zur Zahl und in der Folge zum ästhetischen Objekt sind. Hier in der Lagune, in der Lyrik. Ah ja, ein Statement von Werner Wolf, lesbar, es ist viel länger, ich habe nur einen kurzen Ausschnitt daraus genommen. Lesbar wird die Lichtflotte allerdings in zweierlei Weise, als ästhetisches Objekt einerseits, wenn es also auf dem nächtlichen Wasser der Lagune seine irrlichternd blau-grünen Spiegelungen wird, oder als visuelle Paraphrase der wittgensteinischen philosophischen Untersuchungen, wonach es nicht die Phänomene sind, die das Verständnis ausmachen, sondern die Fähigkeit der denkenden Person, diese Phänomene anzuwenden und die richtigen Phänomene unter den richtigen Bedingungen hervorzubringen. So sieht es bei Nacht aus. Das war dann weiter in Kopenhagen zur Präsidentschaft der EU. Das war am Museum für konkrete Kunst in Ingolstadt. Das war 2010 zur europäischen Kulturhauptstadt Istanbul am Goldenen Horn, wo die Lichtflotte bei einem Wien-Cocktail und einem Konzert der Wiener Philharmoniker und Riccardo Muti vorgestellt wurde. Derzeit ist die Lichtflotte für ein neues Museum in Österreich geplant, wie das dort in den daneben liegenden Fluss, beziehungsweise den Fluss, den man überschreiten muss, um vom Museum in die Stadt zu kommen, platziert werden soll. Ja, der Anlass eigentlich für die Entwicklung dieser Werkgruppe Digitale Poesie war eine Einladung der Biennale Venedig 1986 zum Thema Kunst und Wissenschaft. Und die Arbeit selbst hatte ich damals klingende Namen genannt, denn einerseits ist ja Venedig der Ort der klingenden Namen, umgekehrt war es so, die Besucher konnten hier ihre Namen in einen Computer reinschreiben und die Namen wurden zu Licht und Klang umgesetzt. Das war, damals waren das noch neue Ideen und die speziell hier auf der Biennale hinterliegende Idee war die, dass jeder sozusagen, der ja fast jeder hätte, wäre gerne eine geistige Leuchte, hätte gerne einen klingenden Namen und hier konnte man sich das eben schaffen. Ah ja, dann eben das nächste Beispiel, das ich mir zeigen möchte, ist der Friedensbrief im Austria Center 1987. Das war ein Wettbewerb, an dem über 800 Künstler teilgenommen haben. Und ja, was mir eben ganz wichtig ist und was ich schon vorhin erwähnte, ist, dass man nicht vordergründig die Technologie sieht, sondern es geht wirklich um das poetische Gesamtkonzept des Kunstwerks. Und insbesondere eben auch dieser Friedensfries im Austria Center Wien. Hier ist zum Beispiel das Wort UNO in die Gestaltung durch Digitalisierung eingearbeitet. Das nächste gilt für die Arbeit Chronik an der Karl-Franzens-Universität Graz 1991. Hier ist das ein Akronym für die dort existierenden Institute. Hier ist das auch übrigens eine Lichtklangskulptur. Hier sieht man auch ganz deutlich, wie zum Beispiel Sprache, also hier die
Buchstaben, die Initialen für die Institute, die dort angesiedelt sind. Also der Sprache wird gleichzeitig in Musik und auch ins Formale, ins Visuelle übersetzt. Lichte Farben, meine Arbeit am Oberlandesgericht Linz. Vorhin habe ich übrigens vergessen, bei dem Austria-Center, bei dem Friedensfries, dass dieses Licht auch in Bewegung ist. Und zwar wird das bewegt über den Text von Friedrich Schiller, Alle Menschen werden Brüder. Denn hier ging es ja um Frieden und ich wollte, wo das Wort Frieden schon zum Ausdruck kommt. Also nicht, dass ich selber sage, wir alle wollen Frieden oder irgendwas, es sollte auch wirklich künstlerisch schon umgeformt sein. Und weil das doch ein internationaler Platz ist, dort sollte es auch ein Zitat sein, das praktisch jeder kennt. Und in diesem Sinn eben alle Menschen werden Brüder. Also ich hoffe, wir Schwestern sind auch mit dabei. Okay, jetzt das Blue Lights fürs Museum im Kulturspeicher Würzburg. Stellt auch, wie eben die anderen, direkte Bezüge zwischen digitalem Kult und künstlerischem Transfer her. Und hier werden die Initialen der Institutionen und Sammlungen im Museum in den ASCII-Code übersetzt und dann zu Licht und Farbe transformiert. Das ist übrigens ein Wasserfall, also der wird, ich glaube, 10 Minuten ist er in Bewegung und dann leuchtet das Licht in Ruhe die nächsten 20 Minuten und akzentuiert so auch nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit. Ja, hier auch die erste Arbeit eigentlich aus der Serie Waterfall, von denen gibt es einige. Übrigens eine Kooperation mit meiner Tochter Angela. Und hier geht es eben auch darum, diese Verformung oder eine Heidi Hakeböllin formuliert das immer so schön, ich kann das selber gar nicht, aber Sie haben es ja sicher schon abgelesen. Also es geht um diese Lichtaura, die entstehen soll und diese verdichteten Botschaften, die wir Künstler letzten Endes immer in die Welt setzen wollen. Also auf der anderen Seite, das ist hier einer der Eingänge, gegenüber ist dann ein zweiter Eingang, also es gibt zwei Eingänge, rechts und links, und einen hat die Jane Holzer gestaltet, auf der anderen Seite hatte ich das Vergnügen, diese Arbeit machen zu dürfen. Da habe ich es nochmal erwähnt, dass das eben eine Kooperation mit Angela Kuppel ist. So. Donauwasser im österreichischen Parlament, das wurde 2007, 2008, 2010 zu jeweils unterschiedlichen Events und Veranstaltungen gemacht, während die meisten Arbeiten ja permanent sind. Also hier geht es natürlich aus Denkmalschutzgründen nicht, die dürfen nicht anfangen. Ja, das hier ist am Außenministerium, das war für die Europäische Union, also die Fußball-Weltmeisterschaft, wurde dann später in Europa umgewandelt und ist jetzt als Europa zu sehen. Leit Sant'Erasmo, das war ein Projekt der Stadt Venedig für die Biennale 2011. Hier nochmal, das war sozusagen das Wesentlichste aus der Reihe Digitale Poesie. Ich werde mich da jetzt nicht mehr wiederholen, weil ich glaube, ich das alles ohnehin schon festgehalten wurde. Ach ja, das hier ist jetzt ein anderes, keine Serie, sondern eine Einzelarbeit am Museum Ritter. Ich darf es Ihnen überlassen, gleich den Text zu lesen, damit wir durchkommen zeitlich. Die zweite große Serie ist eben Regenbogen-Trilogie. Aha, da ist noch dazwischen diese Geometrie des Wissens für den Stadt.
Stadtschulrat. Kannst du es ruhig langsam machen? Ich mache dann meine kürzer. Oh, danke, es ist aber nicht, kann ich aber nicht beantworten. So, ganz schnell. Man sieht ja, wie das über mehrere, es geht über 5 Stockwerke. Das ist am Lebensmuseum. Und das stimmt ja gar nicht. Ich sehe da was anderes. Das ist so nett. Das ist. Das war nicht okay. Es geht. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ich bitte, können Sie reden? Ja. Können wir so machen? Ja, dann ja. Können Sie ja. Ja, okay. Sehr schön. Ja, danke. Also, dann, ich habe gehört, das muss ganz schnell gehen. Ja, okay, dann das nächste. Ja. Eine Brücke zwischen Österreich und Deutschland. Dem folgen jetzt einige Einladungen zu weiteren Brückengestaltungen. Ja, das ist sozusagen eine meiner ganz großen Arbeiten, die Regenbogen-Trilogie, wo ich 99 einen Regenbogen über Österreich gelegt habe, in dem Wahrzeichen der Länder in jeweils einer Farbe ins Licht gesetzt wurden und sie gemeinsam eben diesen Regenbogen über Österreich spannen. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist der Regenbogen über Europa, also über das obere Licht. Ganz oben in Rot ist das Königsschloss in Warschau, der Brandenburger Tor, die anderen kennt ihr. Ja, Kolosseum, dann Kunsthistorisches Museum in Wien in Grün, in Brüssel, Europaparlament und Erlöserkathedrale in Moskau, die sozusagen gemeinsam einen Bogen aus Farbe und Licht über Europa gespannt haben, als Zeichen für Verständigung und Frieden. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Wollen wir mal schauen? Ja, es gab jede Menge Aktionen, auch in diesem Zusammenhang hier zum Beispiel auch mit Kindern, die eben in den, gemeinsam wieder diesen Regenbogen erzeugt haben. Ja, das war dann wieder eine Veranstaltung im Lokal Wiener Europahaus. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.